Ein sonniges und frühlingshaftes Hallo aus Santa Ponsa. Ich grüße alle Zuschauer recht herzlich hier auf Georges Kanal zu einem Rundgang am Mittag in Santa Ponsa. Der Wind vom Wochenende hat sich etwas gelegt. Es hat sich total beruhigt. Das Wetter wieder etwas wärmer geworden. In der Nacht hatten wir knapp 15 Grad. Die nächsten Nächte sollen genauso sein. Und am Tage haben wir, wenn wir Glück haben, so in der Spitze so um die 20 Grad. Aktuell sind das hier am Mittag 18 Grad. Wohlfühlende 18 Grad, kann man sagen. Und ich bewege mich hier an der Straße am kleinen Wäldchen zum Strand hin. Da werden wir später auch nochmal hingehen. Wir schauen einmal hier die Straßen entlang Richtung Hauptstraße um den Kreisel herum. Und schauen selbstverständlich aufs Meer hinaus. Hier haben so einige Läden geöffnet in Santa Ponsa. Klar, hier wohnen auch viele Leute. Hier floriert der Handel. Hier ist Gewerbe ganz groß geschrieben. Und deswegen ist es auch kein rein touristischer Ort. Wir schauen nachher in eine Gegend, wo ja überwiegend britische Lokale sind, obwohl auf der anderen Straßenseite auch. Da ist natürlich im Moment Apple, klar. Auch die Briten kommen erst zur Saisonbeginn und das ist auch hier erst Richtung Ostern oder nachher Richtung April. Hier sind wir schon in einem großen Kreisel. Viel Grün hier, ein paar Parkplätze. Hier mal so ein kleiner Tipp, wo man gut essen gehen kann. Hier rechts sind zwei Lokale. Hier gibt es Menü der Dia in guter Qualität. Das eine heißt Vivo, das andere heißt El Capacho. Ja, wir gehen weiter hier durch den Kreisel. Viel Verkehr hier, schon oft mal darauf hingewiesen, hier halten auch die Busse vorne. Der Himmel sieht gut aus,
die Wolken fallen jetzt in der Kamera noch so ein bisschen mehr auf, als sie es in Wirklichkeit sind. Also sieht schon ganz gut aus heute, da oben über uns. Und klart wahrscheinlich noch mehr auf. Wir haben es ja noch relativ früh am Tag. Tage werden ein Tick länger. Das trägt auch dazu bei, dass sich die Wärme länger hält, ganz klar. Auch hier sind die Palmen leider so ein bisschen mitgenommen. Ja, da wird wohl dieses Jahr ganz viel abgeschnitten werden müssen. Unten die ganzen braunen Blätter, die müssen alle weg. Und nach oben schlagen sie dann halt immer weiter aus. Das sind spezielle Gärtner, die das Ganze machen. Hier ist eine Bäckerei, die ist total erfolgreich, die gibt es noch kein Jahr. Hier, für die, die es nicht wissen, die neu hier sind auf Deutsches Kanal oder das erste Mal in Santa Ponsa, das Lokal hier links, das war früher mal das Kultlokal vom König von Mallorca, also von Onkel Jürgen. Da drüben eine deutsche Steakhauskette. Also es gibt schon reichlich Auswahl, wer hierher kommt. Hier kann man sich ganz gut versorgen. Also gerade gastronomisch, Bars, Cafés ohne Ende. Und auch einiges hat hier auch im Winter geöffnet. Wir befinden uns hier immer noch am Kreisel, also der ist echt riesig und ringsherum sind eben fast überall Läden. Da, wie gesagt, halten die Busse in alle Richtungen, fahren die Busse hier quasi sternförmig. Nee, das nicht, aber von hier kommt man schon Richtung Palma, Richtung Calvia, Richtung Andratx oder Pagera und natürlich Richtung Port Adriano, also in alle Richtungen. Ja, die Busse, die Richtung Palma fahren, fahren zum Beispiel auch Richtung Magaluf, Palma Nova und so weiter, Sonferrea. Sonferrea ist wieder hier links, da geht's über Port Adriano. Da ist schon ein Knotenpunkt hier. Hier bekommt man auch ein Taxi. Also hier ist dann alles gedacht. Ich musste neulich mal ein Taxi bestellen und habe das irgendwie nicht hinbekommen. Habe versucht, E-Mail-Kontakt aufzunehmen. Die haben mir auch zurückgeschrieben. Leider ist alles im Spam-Ordner gelandet. Dann bin ich hierher gefahren und habe mir für den nächsten Tag ein Taxi bestellt. Also schon ein bisschen verrückt. Hier stehen die zumindest auch immer die ganze Nacht, an anderen Orten nicht. Also da, wo auf jeden Fall wenig Betrieb ist, klar, da stehen die auch nicht.
Aber ansonsten, es gibt ja auch noch andere Möglichkeiten, hier von A nach B zu kommen. Ja, da drüben sehen wir eine Ladenpassage. Da hat auch nur ein kleiner Teil der Läden geöffnet. Das da drüben sind alles so britische Läden, die, ja, die haben sowieso nur abends geöffnet und das auch nur während der Hauptsaison. Hier sehen wir den Hauptstrand von Santa Ponsa. Da werden wir gleich nochmal hingehen. Zunächst machen wir einen kurzen Abstecher hier hoch. Auch geöffnet hier. Thank you.
Wer sich hier auskennt, der weiß, da drüben dieser kleine Supermarkt, der auch nur während der Saison geöffnet hat, das war früher mal der Katzenberger Laden, also der letzte. Der zwei, einen weiter unten an dem kleinen Strand und halt diesen hier später. Hier mal ein kleiner Blick auf die Bucht. Und dann kehren wir auch gleich wieder um, weil hier oben wird es dann nicht langweilig, aber hier ist ein wenig geöffnet, auch die Hotels nicht. Wir benutzen hier jetzt mal den Weg über die Restaurantterrasse Richtung Strand. Wird immer schöner, klart immer mehr auf. Und das ist doch mal wirklich so ein schöner Sehnsuchtsort, wo man einfach nur lang spazieren kann und seinen Gedanken freien Lauf lassen kann. Das Wasser heute spiegelglatt, gestern war es hier noch ein bisschen rauer. Und ja, man kann es gut ertragen. Ein bisschen Wind weht auch, weiß nicht, ob man das hört. Auf jeden Fall alles ganz angenehm hier. Man kann im T-Shirt gehen. Da drüben liegt Kala von Nels. Ja, und die Wolken, das sind wirklich schöne Wetterwolken. Regen gibt es hier nicht heute. Wenn auch gewünscht, können wir ja gar nicht oft genug sagen. Aber halt im Moment nicht in Sicht. Die Wasservorräte sind ungefähr bei, also die der Stauseen, bei 40%. Und das Tragische ist, dass diese Wasservorräte natürlich insbesondere Palma versorgen müssen.
Und dafür, dass hier niemand sauber macht, sieht das eigentlich, also zurzeit nicht, sieht das eigentlich ja ganz gut aus. Man sieht nicht wenige Leute, die auch ins Wasser gehen. Nicht nur mit den Füßen, sondern ganz und gar. Also die Mutigen unter uns wahrscheinlich. Und wenn wir den Berg so sehen, natürlich das krasse Gegenteil zu der Bebauung, die wir jetzt gerade in Porto Poenza gesehen haben. Alles harmonisch angeordnet, Haus an Haus, aber alles so ein bisschen mit viel Begrünung, mit Lücken, nicht zu hoch, wirklich auf alles geachtet, verschiedene Baustile, ja, irgendwie sympathisch miteinander gemixt, man kann das kaum beschreiben. Das wird dann so richtig bewusst, wenn man dann mal so Apartment, große Apartmenthäuser oder große Hotelburgen sieht. Und ist flächenmäßig Santa Ponsa natürlich einer der größten Orte, wenn nicht sogar nach Palma der zweitgrößte, vermute ich mal, weil es sich so weit streckt hier und weil es hier auch so tolle Gegenden gibt, wo es üppig viel Platz gibt, also wo geradezu jedes Haus einen riesen Park hat, auch das findet man. Ein Fußballtrainer kommt ja hierher, Ende der Saison, wenn in England die Saison vorbeigeht und hört auf. Ein großer deutscher Fußballtrainer, Kloppo, der kommt hier nach Mallorca, nach Santa Ponsa. Ich glaube, die meisten wissen, was mit Kloppo gemeint ist. Ja, der hat hier ein schönes Anwesen gekauft, lässt das umbauen und macht eine Auszeit. Gibt schlechtere Orte dafür. Das ist übrigens nicht der einzige, der sich hier niedergelassen hat. Also auch ein weiterer Fußballstar ist ein ehemaliger polnischer, ist ein aktueller polnischer Nationalspieler, der mal bei den Bayern gespielt hat, der hier auch zu Hause ist. Ja, in der Nähe auch der Pop-Titan und so weiter. Also sind schon einige, also wenn man jetzt kurz mal drüber nachdenkt, würden einem schon einige einfallen, die hier diesen Ort für sich entdeckt haben. Die wohnen aber nicht da oben, da nicht. Wie gesagt, auf der anderen Seite, ich habe diese Straßen schon mal gezeigt, wo alles ganz, ganz weitläufig und riesig große Grundstücke gibt es da, so sieht es da aus. Alles, was da weiß ist, das ist abends hübsch beleuchtet und das sieht man nach weit hin, dieses Hotel. Also weit aufs Meer hinaus kann man das sehen. Das ist jetzt höchstens so 3 Jahre alt, das ganze Haus.
Da drüben wird die ganze Ladenpassage entkernt und total neu gemacht. Also auch die ganzen Leitungen, Elektrik, alles neu, Wasser, alles wird neu gemacht. Die Strandbars haben hier alle geschlossen. Es würde sich bestimmt lohnen, je nachdem, was man für einen Anspruch hat. Aber wenn man hier den Sommer über so gut zu tun hat und fast immer alle Tische oder Stühle besetzt hat, dann kann man sich das vielleicht erlauben, seine wohlverdiente Pause zu dieser Jahreszeit sich zu nehmen. Maybe I shouldn't go in. Are you still there? Und jetzt werden wir einen der wunderschönsten Wege von Sandaponsa gehen, wo wir wirklich zu jeder Jahreszeit hier eine richtig tolle Aussicht haben. Man kann hier im Grunde genommen bis ganz an die Spitze gehen, bis nach ganz, ganz vorn hin. Also ist da schon ganz am Ende fast in Costa de la Calma, was ja rechts raus nachher ist. Oder eben oben über uns auf der anderen Seite von diesem Berg. Hier war sonst immer geöffnet das ganze Jahr oder der überwiegende Teil des Jahres. Hier ist jetzt geschlossen. Die haben aber keine Probleme, weil die haben viele Restaurants hier und ja, bitten dann woanders zu Tisch. Ich denke, ich habe nicht zu viel versprochen. Ein richtig schöner Weg, der wurde nochmal wieder erneuert und der lädt hier überall zum Verweilen ein. Überall Bänke. In der ruhigen Jahreszeit sieht man hier viele Angler. Thank you.
Hier links legen die Ausflugsschiffe ab, an und ab. Also unter anderem der Komoran, der hier an der Küste entlang fährt. Bei mir die Orte hier miteinander, aber auch Delfintouren kann man hier unternehmen. Und das ist auch eine sehr schöne Gastronomie hier im Erdgeschoss, um den Pool herum sitzen oder eben hier direkt am Wasser. Einige kommen mit ihrem großen Schiff hierher, liegen da vor Anker und kommen mit dem kleinen Beiboot dann hierher, legen an, essen und verschwinden wieder. Ja, wie gesagt, hier könnten wir jetzt noch ewig weitergehen. Ist eine richtig schöne Tour. Und wir werden jetzt aber nach oben gehen und werden nochmal die Geschäfte angucken, die da auf uns warten. Also einerseits Mallorquiner, die da ihr Gewerbe haben, aber auch viele englische Gastronomie. Nochmal ein kurzer Blick ins Wasser. Sieht gut aus. Sind wir oben angekommen. Auf dieser Straße geht es Richtung Costa de la Calma. Und hier geht es wieder in den Ort hinunter. Die Bäume alle hübsch und akkurat geschnitten hier. Hier ist immer ein bisschen was los. Natürlich die, auch hier oben ist es so, dass die englischen oder britischen Lokale alle geschlossen haben. Und die spanischen oder mallorquinischen noch geöffnet.
Ja, man merkt das. Also auch hier ist es total ruhig. Und wenn es aber Ärger gibt, hier so wie eben gerade, habe ich das mitbekommen, da sind zwei Frauen, ganz junge Frauen hier lang gegangen und haben, eine davon hat hier, ja, weiß nicht, was die geritten hat, sämtliche Leute angebrüllt. Und innerhalb von Minuten war die Polizei lokal hier und hat die festgenommen. Also das hat nicht lange gedauert, hat einer sich nicht bieten lassen und zack, war Ende Gelände. Ja, und im Sommer ist das hier so, wenn einer sich so daneben benimmt, dann greifen die eben so hier durch. Aber das erlebt man hier eigentlich kaum. Und diese Lokale, hier sind überall viele Plätze, die sind im Sommer alle richtig gut besucht hier während der Saison. Also hier ist schon immer gut was los. Wenn es jetzt auch nicht so wirkt. Aber jetzt sind halt auch die dazugehörigen Hotels über uns alle noch im Winterschlaf. Soweit mein etwas ruhiger Gang durch Santa Ponsa. Ich hoffe, es ist interessant, gerade wenn man hier unter diesen Bäumen hindurch geht und die ganzen Lokale hier sieht, das kann man so ja viel besser, als wenn sie jetzt üppig besucht werden. Ja, danke nochmal für die Unterstützung. Nicht vergessen, die anderen vielen schönen Videos hier auf Georgies Kanal zu schauen. Wer neu ist, herzlich eingeladen, Georgies Kanal zu abonnieren. Wer es noch nicht gemacht hat, sollte sich einen Ruck geben dazu, würde ich mich riesig freuen. Daumen nach oben war auch nicht schlecht. Und ich danke allen Stammfollowern für die tolle Unterstützung. Tschüss, adios.